Ari sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 25. Februar 2023. Ja, wir beginnen heute die Realität hier in San Fernando. Hier ist die Straße Richtung Fataga. Hier geht es links nach Fataga. Wir fahren da mal eine Runde bis zum nächsten Lokal, und zwar ja, ein Ausflugslokal, ein Tapaslokal, ein Fleischlokal, La Casa Vieja. Das ist aber jetzt unter anderer Leitung seit etwa 2 Jahren, also nicht mehr der gleiche, der es vor Jahren oder viele Jahre hat. Casa Vieja ist bekannt, und da gibt es den Fahrradhändler Kamikaze. Auch immer wieder wichtig zu wissen, Fahrradzubehör, neue Fahrräder, Einlagerungen, Reparaturen, alles was eben so anfällt. Hier geradeaus ist die Straße auch wieder offen. Hier geht es auf die Autobahn nach Las Palmas, aber hier kann man nur in eine Richtung fahren. Rechts geht es nach Playa de Ingles, und wir gehen dann auch mal anschließend in die Zona Comercial Avenida Galda, besser gesagt ins alte Shopping Center nach San Fernando. Viele Touristenurlauber kennen das. So, aber jetzt fahren wir erstmal hier hoch Richtung La Casa Vieja und schauen uns da mal das Lokal an von außen und den Fahrradhändler. So, alles gut verstaut. Kamera passt. Ton passt. Und jetzt fahren wir hier Richtung Fataga, nur die Richtung. Ja, so ein bisschen Land und Leute für unsere Langzeiturlauber und die Touristen, die mal ein bisschen rauskommen möchten. Hier geht es zum Aussichtspunkt Tunte. Das sind etwa 10, 15 Minuten entfernt. Da hat man einen wunderbaren Blick. Habe ich auch schon mal gezeigt. Mit dem Auto bin ich dahin gefahren und Richtung Fataga. So, wir überqueren die Autobahn. So, und hier vorne auf der linken Seite ist eines der bekanntesten Restaurants, die es hier gibt. Cristobal heißt der Eigentümer. La Casa Vieja. Und hier ist am Wochenende immer was los. Also, am Wochenende bitte reservieren. Ihr seht, Mittag, Samstagmittag, voll. Grillspezialitäten, dann Fleischspezialitäten generell, Tapas. So, und ein paar Meter weiter. Hat aber jetzt auch schon geschlossen, Kamikaze Bike. Also ganz einfach zu finden, Telefonnummer steht da, bis 18.30 Uhr normalerweise geöffnet, Samstag bis 13.30 Uhr. Euer Spezialist, wenn es um Fahrräder geht, auch Markenprodukte aus Deutschland gibt es hier. Vorne war eine schöne Disco mal, hier ist aber jetzt, glaube ich, nicht eröffnet im Moment, obwohl es sieht sehr bewohnt aus. Vielleicht weiß jemand Bescheid. Da kann man gut innen, außen sitzen. Und da gab es gute Cocktails früher. So, geradeaus über den Kreisel jetzt drüber. Da ist die Avenida Galdar. Entschuldigung, die Avenida Tirajana. Und hier geht es direkt nach San Fernando in die Avenida Galdar. Die nächste Querstraße links rein. Also nicht die hier, sondern danach.
Und am Ende dieser Straße, da ist das Rio Palace Maspalomas. So, 22 Grad heute, im Campo International waren es vorhin 23, hier jetzt 22. So, und hier auf der linken Seite ist die Avenida Gaidar, ist aber Einbahnstraße, kann man nur von der anderen Seite fahren. So, die meisten Geschäfte, die haben jetzt auch geschlossen, Samstagnachmittag. So, und hier gibt es auf der linken Seite zwei Einkaufszentren. Einmal das Ronda und nebenan, links dabei, das alte Centro Comercial San Fernando. Ja, hier gibt es Cafés, super kleine Supermärkte. Dann Feuerwerkskörper das ganze Jahr auf der rechten Seite. Spielsalon, Pizzeria, Schreibwarenladen. So, und hier gibt es alles, was ums Foto, Fotografieren, Kopieren. Alles, was wichtig ist hier im AV Imagen. So, und erwähnenswert hier für alle, die ein bisschen preiswert und qualitativ hochwertig kaufen wollen, da vorne an der nächsten Kreuzung oder an der Ecke, da ist der Sotano. Wir haben schon mal drüber berichtet. Obst, Gemüse, Früchte, alles was so ist, zu unschlagbar günstigen Preisen. Hier geht's in den Keller und die haben jetzt sogar noch geöffnet. So, dann noch. Nur in effektiv, also nur in Bargeld wird hier bezahlt. So, wir fahren jetzt hier nach links. Und hier kommt Casa Antonio, eines der ältesten Lokale hier auf der rechten Seite. Mit Großveranstaltungen. So, und das ist die Avenida Gaidar. Und das haben wir aber schon mal gezeigt, deswegen fahren wir jetzt ganz einfach ein bisschen weiter. So, wir sind wieder hier an der Straße am Einkaufszentrum und jetzt fahren wir die Avenida Tirajana weiter runter Richtung Rio Palace.
hier vorbei am Burger King. Ja, jetzt kommt Wind auf, das ist jetzt nicht so schön. Ja, hier 23 Grad und vorhin in Maspalomas sogar 24. So, langsame Fahrt. Ja, und heute noch mal zu den Dünen von Maspalomas. Einmal noch der Blick aufs Meer. Ja, hier auf den Straßen ist im Moment nicht so viel los, ist klar. Am späten Samstagnachmittag. Ja, die Straße kennt ihr, Avenida Tirajana. Muss man nicht viel dazu sagen. Da vorne links ist der Rüdiger mit seinem Restaurant Rainbow. Ja, komisch, und hier wieder fast kein Wind. So, hier unten, ja, das war früher das Saschas und das Paschas gegenüber Pascha, das ist jetzt auch Geschichte. Ja, Meeting Point Route 69 Swinger steht da jetzt. So, und da vorne ist schon das Ende der Straße, da ist die Avenida Tirajana zu Ende. Und das ist unser Ziel heute, die Dünen von Maspalomas. So, jetzt sind wir die Straße einmal hoch und runter gefahren. Wenn man die zu Fuß jetzt richtig erkunden möchte, braucht man ungefähr zwischen 2,5 und 3 Stunden, würde ich sagen. Dann hat man auch alles genau gesehen.
So, und jetzt suche ich mir wieder einen Parkplatz und dann schauen wir mal aufs Wasser. Ja, für mich ist es auch immer wieder schön hier zu sein und ja, den Blick da zu genießen über die Dünen. Ja, hier eine große Reisegruppe, ich weiß gar nicht. Die waren nur bestimmt hier zum Gucken, weil das ist ja eigentlich auch ein Zuschauermagnet. Viele wussten gar nicht, dass man hier durchs Rio durchgehen kann und haben das durch die Videos erst erfahren. Klar, wenn einer noch nicht hier auf Gran Canaria war. Hier kommt so eine Reisegruppe an, die fahren mit dem Bus hier hinhalten und dann gehen die hier einmal diesen Weg entlang, den ich jetzt euch hier zeige, für die, die es nicht kennen. Rechts ist die Rezeption vom Hotel Rio Palace. Links geht's ins Hotel und zum Speisesaal. Ja, und ich sage euch, belohnt wird dieser Gang durch den wunderschönen Blick. Vogelgezwitscher. Schöner angelegter Garten, gut eingewachsen. Und da vorne sogar musikalische Untermalung. Ja, an dieser Stelle nochmal danke fürs Kommen gestern Nachmittag zur Realität. So sieht die Realität heute hier aus, am anderen Ende. Nicht der Insel, aber am anderen Ende vom Touristenmagnet Playa de Ingles hier, Maspalomas gestern. Und vorne gibt es wieder bekannt gutes Café, gute Eisspezialitäten, kleinen Supermarkt. Wenn man mal was braucht, was trinken möchte oder jemanden verwöhnen möchte mit einer Flasche Champagner, auch die bekommt ihr da. So, hier seht ihr, hier wird man verwöhnt.